Herzlich willkommen, lieber Harald. Hallo, liebe Henriette. Hallo, schönen guten Abend. Ja, und schönen guten Abend an alle. Wir sind jetzt schon 390 Menschen. Ich grüße euch alle von Herzen. Das ist schön, dass ihr mit uns zusammen seid. Sehr, sehr schön. Ja, und wie du siehst, Harald, im Chat, die Menschen kommen wieder von überall. Das ist wunderbar. Und bevor wir starten, noch was Organisatorisches. Ich bitte euch, eure Fragen wirklich unten in der schwarzen Leiste von Zoom siehst du F und A. F und A Chat. Wenn du Fragen hast, kannst du sie jetzt gerne auch schon reinstellen. Nur in diesen F und A Chat. Die Fragen, die im anderen Chat sind, kann ich leider nicht berücksichtigen, weil da habe ich nur so ein kleines Fenster, da sehe ich nicht alles. Aber hier im F und A Chat sehe ich jede einzelne Frage. Und wir beantworten nur die nicht, die doppelt gestellt sind, die im Vorhinein schon erklärt wurden oder die nicht angemessen wären. Ansonsten sind wir dafür bekannt, dass wir so ziemlich alles beantworten und uns die Zeit dafür auch nehmen, beziehungsweise dann auch Harald beantwortet die. Okay, dann würde ich sagen, wir starten los. Lieber Harald, wo bist du denn heute? Ja, ich bin gerade im tiefsten Chiemgau. Ich war ja noch bis vorgestern früh im Süden von Frankreich. Gestern war ich noch in der Schweiz und jetzt, ja, dann war ich heute noch in Stuttgart und Ulm und jetzt im Chiemgau. Genau. Wunderbar, was machst du dort? Tja, ich treffe hier sehr interessante Menschen, sagen wir es mal so. aber es hat doch was mit den Tauern zu tun, ja. Okay, ja, das bringt mich zu der Frage, wie läuft das Cosmic Tower Projekt für dich, für alle Beteiligten? Wie läuft das? Was machst du gerade? Ja, wir versuchen weiter die Energiefelder aufzubauen. Ja, es sind ja nach wie vor so verschiedene Bereiche, wo noch wenig Energie da ist, beziehungsweise noch, sagen wir mal, starke Einflüsse, die den Menschen sehr schaden, ja, die die Menschen halt runterziehen energetisch und so weiter. Und wir hatten ja bis vor kurzem noch keinen einzigen Tower in Holland stehen, also von den größeren. Ja, und mittlerweile hatte ich halt zwei Touren gemacht nach Holland, jeweils eine Woche und Fernsehinterview und so weiter. Und plötzlich haben wir jetzt 10 Stück dort stehen in Holland. Und wir haben auch in Frankreich weitergearbeitet. Da haben wir jetzt 38 große Tower stehen. Ja, also da tut sich einiges. In Deutschland sind auch wieder einige dazugekommen und es geht Schritt für Schritt weiter. Ja, wir kommen ganz gut voran, sagen wir es mal so. Okay, kannst du schon was über die Gesamtanzahl sagen, die wir so jetzt insgesamt schon in Europa haben? Ja, es sind mittlerweile mehr als 500, ja, die wir aufgestellt haben. Also schon eine ganze Menge. Das, ja, macht sich langsam immer mehr und mehr bemerkbar. Ja, weil viele Menschen haben ja diese Corona-Symptome bekommen, weil 5G hochgeschraubt wurde. Ja, und wenn halt diese schädliche Wirkung von 5G dezimiert wird oder, sagen wir mal, harmonisiert wird, in Ordnung gebracht wird oder umgedreht wird, die krankmachende Wirkung weg ist, dann haben die Leute halt auch weniger Probleme. Ja, sicher steigen natürlich momentan wieder laut offiziellen Medien die Corona-Inzidenzzahlen, ja, ins Unermessliche und die höchsten Quoten und so weiter. Aber ich führe das ganz einfach zurück auf die Menschen, die sich haben impfen lassen und dann halt irgendwelche riesengroße Probleme bekommen, was man dann wiederum als Corona wunderschön deklarieren kann, selbst die Toten und so weiter. Ja, also da steckt viel, viel mehr dahinter als das, was die meisten Menschen da halt wirklich glauben, was denn über die Massenmedien berichtet wird. Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? So kann man natürlich nie zum Ende kommen, aber das ist ja auch das, was man nicht unbedingt möchte. Wir wollen Genau. das schon und wir werden das auch schaffen als gesamte Menschheit. Das bringt mich natürlich auch zu der Frage, wir freuen uns ja immer so arg, wenn du uns so ein bisschen deine Sicht der Dinge zum aktuellen Zeitgeschehen gibst und wir warten darauf, dass du uns das sagst, wie sieht es denn aus deiner Sicht aus? Hast du neue Erkenntnisse? Wie sieht es für uns Menschen aus deiner Sicht und aus deinen Informationsquellen? Ja, ich habe ja, sagen wir mal, mich noch mal näher mit Trump und Putin befasst. Trump hat offensichtlich momentan sehr wenig oder gar nichts mehr zu sagen. Ja, er spielt aus meiner Sicht eine untergeordnete Rolle.
inzwischen beim ganzen Weltgeschehen. Und ich sehe Putin auf einer extrem positiven Richtung unterwegs. Ja, die Russen haben es geschafft, in den letzten 10, 20 Jahren Militärtechnologien zu entwickeln, an die der Westen nicht im Entferntesten rankommt. Ja, so sieht es derzeit aus. Ja, es gab ja ein berühmtes Ereignis, wo ein großer Flugzeugträger, ich glaube im Schwarzen Meer, unterwegs war seitens der Amerikaner und wo die Russen einfach ein Zivilflugzeug hingeschickt haben, was diesen Flugzeugträger überflogen hat und da offensichtlich ein paar energetische Geräte in Betrieb genommen hat, die bei diesem Flugzeugträger die gesamte Elektronik zerstört haben. Alles, was da war. Ja, so dass dieser Flugzeugträger manövrierunfähig wurde und nichts mehr funktioniert hat. Ja, dann irgendwo mit Mühe und Not an Land geholt wurde. Und ja, soweit ich informiert bin, wo 27 US-Soldaten in Dienst quittiert haben, so nach dem Motto, also wenn wir einem solchen Gegner im Krieg gegenüberstehen, dann wissen wir, dass wir da nichts mehr zu gewinnen haben. Also verabschieden wir uns lieber. Ja, das ist also diese Technologie. Ja, und die Russen haben also Hyperschallwaffen und alles Mögliche. Die haben Implosionswaffen, die können alles an Elektronik ausschalten und so weiter. Also das sind Dinge, wo sie einen wahnsinnigen technologischen Fortschritt haben. Ja, so, und dort wird das jetzt aus meiner Sicht halt in der Ukraine auch genutzt, wo also mit sehr gezielten Maßnahmen sehr viel erreicht werden kann seitens der Russen. Und wir müssen ja auch schauen, was in der Ukraine los ist. Ja, wenn man mal die Berichte der Massenmedien ausblendet und mal zurückschaut, wie dort diese ganze Situation in der Ukraine entstanden ist, dann sehen wir, dass es damals einen Komiker gab, der den Präsidenten kritisiert hatte, namens Zelensky. Und dieser Komiker, der wurde dann auf den Regierungsstuhl gehievt, wodurch durch den Militärputsch. Ja, das waren bewaffnete Söldner oder was auch immer, bezahlte Freischärler oder was auch immer, die dort im Einsatz waren oder Geheimdienstmenschen, die da geputscht haben und halt Menschen auf der Straße erschossen haben und so weiter, ja, um dort diese künstliche manipulierte Regierung zu installieren. Und die Ukraine wurde ausgebaut zu einem Vorposten der NATO gegenüber Russland. Ja, wir haben also in der Ukraine extrem viele NATO-Offiziere und sonst was, NATO-Personal. Ja, obwohl die Ukraine nicht Mitglied der NATO ist, sind die also alle präsent. Ja, die NATO unterstützt dort logistisch und ja, technisch und personell, genau im ganz großen Stil. Und seitens dieser Veränderung 2014 gibt es in der Ukraine auch unzählige Biowaffenlabore und Labore, die alle möglichen Chemikalien für Chemtrails und für die ganzen ja, Biowaffensachen und den ganzen Giftmüll, den man über unseren Köpfen aussprüht, halt herstellen. Ja, soweit ich informiert bin, 28 Stück. Ja, dann gibt es auch noch die ganze Situation mit Tschernobyl. Ja, erinnern wir uns, Atomunglück und so weiter. Dort wurde ein riesengroßer Sarkophag drüber gebaut, um dieses Gelände da hermetisch abzuriegeln. Ja, aber da wir ja wissen, dass die dunklen Kräfte in der Lage sind, Radioaktivität zu löschen, ja, schauen wir uns mal die Videos an, wo unterirdische Basen gebaut wurden, unterirdische Städte und so weiter, die mit Hochgeschwindigkeitszügen verbunden sind, dann wissen wir, dass dort auch mit Radioaktivität oder Atomexplosion Gestein verschmolzen wird und hinterher die Radioaktivität gelöscht wird. Dasselbe war beim 11. September der Fall, ja, wo mit von drei Atombomben diese drei Gebäude zu Fall gebracht wurden, Tower 1, 2 und 7, ja, und hinterher wurde die Radioaktivität gelöscht. Ja, beim 11. September sehen wir das auch daran, dass es ein halbes Jahr nach dem Unglück im Fundamentbereich flüssigen Stahl gab. Ein halbes Jahr danach. Ja, wie geht das, wenn Kerosin bei 780 Grad oder sowas verbrennt und Stahl bei 1600 Grad etwas schmilzt? Wie kann also ein halbes Jahr nach diesen Anschlägen flüssiger Stahl im Fundamentbereich gefunden werden? Wie geht das? Was sind dort für Rahmenbedingungen? Ja, und das waren diese Atomexplosionen, die genau dafür gesorgt haben. Ja, aber wenn man halt in der Lage war, diese Dinge auch zu löschen, diese Radioaktivität zu löschen, konnte man kurze Zeit später wieder neue Gebäude hinbauen und das Ganze mitten in der Stadt absolvieren. So, und diese
Sachen sind genauso möglich in Tschernobyl, dass man halt dort diese Radioaktivität löschen kann. Die technischen Möglichkeiten sind für Deep State alle komplett vorhanden. Ja, was hat man dort gemacht? Man hat eine riesengroße CIA-Zentrale unter dieser Glocke in Tschernobyl untergebracht. Ja, mit tausenden Computern, um da, sagen wir mal, Spionage oder anderweitige Unterwanderung in Russland durchzuführen. Ja, da sind also riesige Maßnahmen gelaufen, in Größenordnung. Ja, also das hat aus meiner Sicht in der Ukraine nichts mehr mit einer zivilen Regierung zu tun, zum Wohle des Volkes, vom Volk für das Volk gewählt und so weiter, sondern es ist einfach ein abgekartetes Spiel, um dort sozusagen die Speerspitze gegen Russland aufzubauen und dann eventuell auch militärisch gegen Russland vorzugehen und so weiter. Ja, die Russen haben dort also eine ganze Menge jetzt aufgedeckt und so weiter und werden auch versuchen, dieses ukrainische Volk dort zu befreien. Die haben nur nicht die Absicht, die Ukraine zu besetzen oder zu übernehmen oder was auch immer, sondern wirklich diese Manipulation, die dort künstlich aufgestockt wurde, zu entfernen. Ja, schauen wir uns an, Zelensky als Privatperson hat es geschafft, sein privates Konto innerhalb von 9 Monaten auf 1,2 Milliarden aufzustocken. Herr Zelensky, ja, der gute Held der Ukraine, ja, was die Massenmedien dann so berichten und so weiter über den bösen Putin und den guten Herrn Zelensky. Und offensichtlich sitzen auch im Parlament mittlerweile viele seiner Freunde oder andere Komiker, die also im realen Leben wohl irgendwelche Spaßmacher und so weiter waren, die man dann wahrscheinlich als bezahlte Politiker dort ins Parlament setzt, um dann wieder die eigenen Dinge halt durchzusetzen. Ja, also dort ist eine Marionettenregierung am Werken, die für die Menschheit nichts Gutes tut, sondern sich letztendlich benutzen lässt als Vorposten gegen die Russen oder auch um ja, an der Vernichtung der Menschheit weiter mitzuarbeiten mit diesen ganzen Waffensystemen und Laboren und die ganze Chemie. Also nicht Waffensystem, sondern in Form der biologischen Waffen halt diese Dinge, die da halt dort massenhaft produziert wurden. Also das ist die Situation in der Ukraine. Die Russen sind momentan zu einer neuen Art und Weise des Geldsystems übergegangen. Ab 1. April hat der Putin also ein neues System auch eingeführt. Der Rubel ist goldgedeckt. Ja, und mittlerweile sind da mehrere BRICS-Staaten nachgezogen und wohl auch weitere 7 Staaten kürzlich nochmal beigetreten, diesem goldgedeckten System und auch wohl über 100 kleinere Staaten, ja, die sich also da peu à peu anschließen. So, das Problem ist ja mit dem ganzen Geldsystem, dass die dunklen Kräfte Dollar drucken konnten, wie sie wollten. Früher war der Dollar immer goldgedeckt. Ja, dann merkte man aber, okay, man muss die Golddeckung abschaffen. Ja, und dann hat man halt die Deckung für den Dollar mit dem Ölgeschäft genommen. Ja, dann wurde also der Wert des Dollars künstlich durch das Öl aufrechterhalten, ja, weil jeder Dollar kaufen musste, um Öl oder Energie zu beziehen. Ja, das hat den Wert gestützt und man konnte halt Papierdollar drucken, wie man wollte, endlos drucken und so weiter. Eigentlich war der Dollar wertlos geworden durch diese Unmengen an Geldvermehrung. Ja, aber durch den Kauf halt von Öl und Gas und so weiter war der Wert gehalten worden. In Wirklichkeit ist der Wert des Euro halt offensichtlich deutlich, deutlich geringer. Ja, was war den Russen passiert? Die Russen haben also ihre Erdgas- und Erdöllieferungen in die westlichen Länder vorgenommen, ja, die Verträge eingehalten und die westlichen Länder haben teils auch bezahlt, ja, auf Konten halt mit Dollar oder Euro oder wie auch immer. Ja, und hinterher dann Blockaden gegen Russland, man hat dann einfach diese Konten eingefroren, sodass die Russen nicht mehr Geld bekamen. Ja, das ist halt der Punkt, wo Putin jetzt sagt, ab sofort ist damit Schluss. Ja, es werden also russische Konten eingerichtet, Rubelkonten für diese ganzen Verträge. Ja, und dort muss halt bezahlt werden in Rubel und die Rubel sind goldgedeckt. Da muss man also schauen, entweder muss man halt mit Gold an die Rubel erstmal kaufen oder vielleicht Waren exportieren nach Russland, ja, um dann an Rubel zu kommen. Genau, Putin hat auch viele dieser ganzen transnationalen Monopole aus Russland rausgeschmissen in den letzten 2-3 Wochen. Ja, unter anderem McDonald's und Burger King und diese ganzen gesunden sozusagen Bio-Restaurants, ja, sarkastisch würde ich es immer so bezeichnen, ja, die sind also vor die Tür gesetzt worden, auch große Automobilfirmen, soweit ich weiß, auch Mercedes und so weiter, ja, die sozusagen
ja, ich weiß nicht warum, aber vielleicht als unerwünschte Unternehmen oder so angesehen werden, diesen westlichen Standard nach Russland zu bringen. Hat also da sehr, sehr viel aufgeräumt in der Hinsicht und auch das Internet abgeschalten. Wir wissen ja, übers Internet kommt zu 95% Desinformation. Viele denken zwar alles sehr lichtvoll und alternativ zu den Massenmedien, aber die Massenmedien sind genauso von den, Entschuldigung, die Alternativmedien sind genauso in größten Größen von den dunklen Kräften kontrolliert. Ja, wir sehen das ja auch, wie YouTube dann immer wieder einzelne Videos sperrt oder löscht oder ja, ich hatte ein Video, wir hatten ja zusammen, Henry hatte diese fünfteilige Videoserie gemacht, erinnerst du dich, letztes Jahr? Ja. Ja, die ist ja nur schon seit Ewigkeiten online, wir hatten sie auch auf YouTube hochgeladen. Ja, und als ich jetzt ein Video in Holland gemacht hatte und wir das hochladen wollten, gab es da Haufen Probleme, Schwierigkeiten und so weiter. Und dann kurze Zeit später wurde dieses zweite Video, was wir gemacht hatten von der Filmerserie, mit dem Titel Wer hat das Zepter in der Hand und wie steht es um die Befreiung der Menschheit, wurde dann kritisiert, dass da irgendwelche ja, gesundheitlichen Aussagen oder irgendwas getätigt wurden, die illegitim waren und das Video wurde gesperrt und runtergenommen bei YouTube und mir eine Verwarnung verpasst, dass ich also bis zum 6. Juni nichts mehr hochladen darf und so weiter. Also man versucht da alle Mittel und Wege und so weiter, ja, diese Zensur, diese Kontrolle. Ja, das ist halt in Russland beseitigt worden. Ja, Russland hat also diese ganzen Dinge abgeschalten und Putin lässt auch die ganzen Gesichtserkennungssysteme, die die Telekom überall in der Metro in Russland oder auch auf den Straßen 100.000-fach installiert hat, lässt Putin alle derzeit abbauen. Ja, also da läuft eine richtige große Geschichte. Harald, ganz kurz zwischendurch im Chat fragt jemand, ob du dein Mikro vielleicht ein paar Millimeter von der Wange weg, weil das kratzt vielleicht am Bart, so dann hat man so ein bisschen ein Kratzgeräusch bei dir. Nein, okay. nicht höher, sonst wird es zu leise, nur ein bisschen sozusagen weg von der Haut. Das ist schwierig. Na gut, schauen wir mal. Ja, geht's so vielleicht? Ja, du nur dann noch ein bisschen lauter reden, sonst wird es zu leise, bitte. Hm. Okay, also Putin hat das alles deinstallieren lassen? Richtig, also diese Gesichtserkennungssysteme, diese Überwachungskameras, wo es ja auch Hunderttausende gab in Russland. Ja, wir wissen das ja von China, dass da an jeder Ecke 100.000 stehen und so weiter. Bei den Russen war es ähnlich. Ja, aber das war sicher durch viele Privatunternehmen und sonst was initiiert worden. Und die Telekom, die Deutsche Telekom war dort federführend mit dieser Technologie. Ja, Putin lässt diese Dinge zurückbauen, weil sie natürlich auch vom Gegner, gerade in der militärischen Auseinandersetzung, mit genutzt werden können. Ja, wenn die Telekom das baut, dann haben die mit Sicherheit eine Hintertür, um diese Dinge auch für sich zu benutzen und dann in Russland irgendwelche Dinge da spionagemäßig oder was auch immer dann zu tun und zu gucken, was da wo wie läuft, wer da mit wem unterwegs ist und so weiter. Genau, ja, das ist in Russland eigentlich los. Viele Menschen warten ja, wann kommen die Russen nach Deutschland, um vielleicht Deutschland von Deep State zu befreien. Ja, diese Dinge werden aber nicht passieren, denn dieser Dritte Weltkrieg, der jetzt läuft, der läuft in einer ganz anderen Form. Ja, es wird also nicht diese offene militärische Geschichte geben, sondern es wird viel mehr still und leise unsichtbar passieren, was vielen Menschen nicht bewusst ist und auch über die Massenmedien nicht propagiert wird. Ja, es gibt also unzählige Verhaftungen europaweit, weltweit. Das Militär weltweit hat sich ja immer mehr gespalten in Licht- und Dunkelkräfte, ja, sodass also auch dort diese Lichtkräfte immer aktiver werden und die entsprechenden Verantwortlichen, die für diese ganzen finsteren Situationen auf Erden zuständig sind, auch Schritt für Schritt halt einsammeln. Und das läuft in Größenordnung. Ja, das nimmt immer mehr Fahrt auf und ich rechne damit, dass wir in diesem Monat und auch im nächsten Monat neue Höhepunkte diesbezüglich erreichen werden. Und zwar werden dort offensichtlich Maßnahmen laufen, die auch bis in die Öffentlichkeit dann vordringen, dass das auch jeder dann mitbekommt, was da gelaufen ist und so weiter. Ja, wir werden also nicht mehr Ewigkeiten warten müssen, bis wir da auch von offizieller Seite mehr Dinge erfahren. Ja, interessant ist vielleicht noch die Frau Merkel. Frau Merkel hatte ja ein privates Flugzeug zur Verfügung, was leider nicht mehr geflogen ist. Und sie hatte auch zwei private Autos, die leider nicht mehr gefahren sind. Also da hat offensichtlich jemand irgendwo an einer Schraube gedreht.
Und sie ist aber inzwischen nach Argentinien geflüchtet. Ja, sie wurde dort aber von den Lichtkräften festgesetzt. Und der geht es offensichtlich momentan nicht ganz so gut, wie sie sich das erhofft hatte. Ja, also auch da ist einiges in Bewegung, ja, weil diese Befreiungsbewegung, die läuft weltweit. Ja, so, das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Geschichte. Die ganze Corona-Welle, die wird jetzt immer mehr abnehmen. Ja, das hat ja seinerzeit schon Gates ja vor ein, zwei Monaten in Singapur bei seiner Rede angekündigt, dass das im Sommer nun eine leichte Grippe sein wird und sich dann ausläuft. Ja, wenn man dann sein Ziel erreicht hat, so und so viele Milliarden Menschen irgendwo zu impfen, ja, was dann natürlich ja, irgendwann unglaubwürdig wird, wenn man es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchzieht, ja, zumal halt die Menschen nicht mehr durch irgendwelche Viren oder andere Dinge oder vielleicht auch nicht mehr durch 5G diesen massiven Schaden nehmen und man dann immer mehr zu irgendwelchen Manipulationen oder gefälschten Zahlen greifen muss, was immer mehr von der Realität abweicht, sodass es dann auch der Letzte irgendwo mitbekommen würde, was da eigentlich für ein Schwindel im Gange ist. Ja, ich war ja nur in Holland unterwegs, dort gab es überhaupt keine Beschränkung mehr, überhaupt nichts. Ich bin in Frankreich gewesen, nichts. Es gibt doch keine Grenzkontrollen. Da fragt doch niemand nach irgendeinem Impfausweis oder nach irgendwelchen Testungen und so weiter. Ja, das Einzige, wo noch ein bisschen was läuft, das ist halt, wenn man mit Flugzeug unterwegs ist. Ja, aber selbst da, ja, wir hatten jetzt eine Situation, wo jemand halt von Frankreich nach Deutschland geflogen ist, wo nicht mal ein Ausweis kontrolliert wurde, ja, wo man einfach online einschicken konnte zuvor, mit seinem Flugticket durch alle Schranken durchgegangen ist und nicht mal nach einem Ausweis oder irgendeiner Impfbestätigung oder einem Test oder irgendwas gefragt wurde. Ja, also offensichtlich merken die Behörden schon langsam selber, dass es nur Kasperletheater ist und dass man das nicht mehr ganz so genau nehmen muss. Also das wird sich immer mehr und mehr entspannen. Ja, in Österreich hatte man ja noch mal versucht, seitens Deep State eine Maskenpflicht einzuführen und das wieder noch zu verschärfen, weil ja nur die Corona-Zahlen exorbitante Ausmaße angenommen haben und so weiter. Ja, aber offensichtlich wird das auch nicht lange von Erfolg sein und ich denke, es wird in einigen wenigen Wochen einfach ja, sich mehr oder weniger in Luft auflösen. Mhm. Ja, im Großen und Ganzen sehe ich eine extrem positive Entwicklung nach wie vor. Ja, und es wird dieses Jahr aus meiner Sicht wirklich zu diesem riesengroßen Umbruch kommen. Aber es wird doch notwendig sein, dass noch mehr und mehr Menschen aufwachen, diesen Schwindel durchschauen. Ja, ich hatte jetzt kürzlich wieder ein interessantes Gespräch, auch eine junge Frau, die, oder eine, ja, vielleicht mittleren Alters, die Frau, die hatte zwei Söhne. Ja, und die hatte diesen beiden Söhnen abgeraten, sich impfen zu lassen. Ja, der Vater der Söhne war aber dafür, die sollen sich doch impfen lassen. Ja, und das waren beides Handballspieler, ja, die also in einer höheren Liga irgendwo spielten, ja, aber halt dann oft gefordert worden, sich doch impfen zu lassen, damit sie an den Spielen teilnehmen. Ja, so der Vater hatte noch mehr und noch mehr und noch mehr zugeredet. Ja, die Mutter halt immer wieder versucht, penetrant abzuraten. Ja, und letztendlich haben die beiden Jungs sich dann tatsächlich impfen lassen. Ja, was war das Ergebnis? Dass sie, wenn sie jetzt für Handball spielen, irgendwie nach 10 Minuten völlig platt sind und sich auswechseln lassen müssen. Ja, der Vater ist mittlerweile sehr, sehr klein dort geworden und so weiter. Ja, also es dringt immer mehr durch, immer mehr Menschen wird das bewusst und vielen der Betroffenen ist auch manchmal oder ist es sicher bewusst, dass da was mit ihnen vor sich geht, aber die wollen es natürlich nicht zugeben, weil ja andere sie gewarnt hatten oder abgeraten hatten und so weiter. Man würde ja vielleicht selber im schlechten Licht dastehen und so weiter. Ja, also da ist viel noch zu erwarten und da kommt noch vieles auf uns zu. Denn wir wissen ja um das Graphenhydroxid, was macht das denn im Körper? Ja, es gab jemanden, der hat diese PCR-Stäbchen, ja, die in der Nase für den Test verwendet werden, mal in ein Glas Wasser gerührt, von diesem Wasser einen Tropfen genommen und unter das Dunkelfeldmikroskop gelegt. Was sah man dort? Große schwarze Flecken, Graphenhydroxid. Und dann sah man ein paar Stunden später, wie aus diesen großen schwarzen Flecken senkrecht nach oben Strukturen wachsen und waagerecht im rechten Winkel weggehend auch. Ja, und das Ganze immer mehr, bis dann am Ende der ganze Wassertropfen schwarz war. Und überall nur noch rechtwinklige Strukturen zu sehen. Ja, was sind das? Das sind kleine kosmische Antennen, die zu 100% offensichtlich in Resonanz gehen mit der Harpanlage oder mit 5G. Das sind Antennen, die aus Kohlenstoff bestehen, aber genau diese geometrischen Muster haben, die die Frequenzen empfangen können, ja, und die selbstständig wachsen.
Kohlenstoffgehalten, die man aber natürlich auch nicht ausleiten kann. Wie will man Kohlenstoff ausleiten? Ja, Gifte, Schwermetalle, sowas kann man ausleiten, aber doch kein Kohlenstoff, wenn wir selber aus Kohlenstoff bestehen. Das ist also ein sehr cleveres System, was man dort angewandt hat. Ja, das eine waren ja diese dünnen einatomigen Lagen von diesem Graphenhydroxid, was innerlich das Gewebe zerschneidet, ja, was also schärfer ist als jede Rasierklinge oder hunderte Male schärfer. Ja, aber auf der anderen Seite geht es auch um diese kosmischen Antennen oder diese ja, 5G-Antennen, die man in den Körper bringt. Ja, deswegen gab es offensichtlich diese Propaganda, das durch Testen, 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 am besten 5-mal am Tag und 10-mal am Tag und bei jeder Gelegenheit, bei jedem Restaurantbesuch und so weiter, um offensichtlich möglichst viel Graphenhydroxid in den Körper der Menschen zu bringen. Ja, das vielleicht nochmal dazu. Mhm. Ja, es ist also ein, naja, heftig durchdachtes Konzept. Und aus meiner Sicht ist es halt eine Frage der Zeit. Ja, bis wann hat sich diese Antennenstruktur im Körper weiter ausgebaut? Und wie weit geht sie noch in Resonanz mit 5G? Ja, das heißt also, wie weit haben die dunklen Kräfte eine Möglichkeit, das auszunutzen? Und wann kommt auf der Erde mal ein Wandel ins Positive, dass 5G halt mal abgeschalten wird und diese Antennenstrukturen dann nicht mehr dazu genutzt werden können, den Menschen zu manipulieren oder zu schaden oder ja, sogar auszuschalten und so weiter. Ja, das sind also ziemlich heftige Entwicklungen. Ja, aber wie gesagt, Schlüssel aus meiner Sicht wird die Ukraine sein. Ja, weil wenn dort diesen Biowaffenlaboren das Material abhanden kommt oder diese Produktion dieser ganzen Gifte und so weiter nicht mehr stattfinden kann, ja, dann wird also offensichtlich auch weniger Giftstoff für die ganze Chemtrail-Geschichte verfügbar sein und, und. Ja, also da ist mit Sicherheit noch ja, einiges in positiver Richtung zu erwarten und ja, den Massenmedien dazu glauben, der böse Putin. Ja, also diese Manipulation sollte man ja mittlerweile schon ganz gut durchschaut haben. Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, zu den Teststäbchen, haben wir im Chat eine Frage. Susanne hat geschrieben, ich muss leider einen PCR-Test, musste sie machen, bin ich jetzt verloren? So. Menschen haben viele Tests schon gemacht. Sicher, ich denke, mit einem Test wird da nichts passieren. Ja, aber wer da so blind, gutgläubig alles hat mit sich machen lassen, für den ja, kann es natürlich Schwierigkeiten geben. Ja, aber wenn es halt die Lichtkräfte schaffen, dieses Jahr vielleicht noch 5G auszuschalten, ja, und diese Strukturen im Körper nur im geringen Maße da waren oder nur langsam gestiegen sind, dann ja, haben wir eine durchaus gute Chance. Ja, wir sehen es ja auch, dass viele Leute, die sich vielleicht schon vor 1,5 Jahren haben impfen lassen, immer noch irgendwo zurechtkommen oder noch leben und so weiter. Ja, das ist aus meiner Sicht das wirklich eine Frage der Zeit. Aber ich sehe auch halt diese Gefahr. Ja, du kannst dieses Zeug nicht ausleiten. Das ist das Problem. Ja, so, und man kann halt wirklich nur die äußeren Einflüsse halt reduzieren oder 5G abschalten oder vielleicht auch durch den Cosmic Tower sich halt schützen, ja, dass zum Beispiel halt diese 5G-Frequenzen nicht mehr bis in den Körper kommen oder halt diese Strukturen dann nutzen können im Körper, ja, dass also ein schützendes Feld aufgebaut wird. Ja, da ist sicher das eine oder andere möglich, ja, kann ich nicht sagen, ob nur alles geht und so weiter, in welchem Ausmaß das möglich ist. Ja, aber der Rat ist immer, diese Dinge tun, dies zu vermeiden. Ja, und einfach sich schlau zu machen und zu informieren. Ja, wir wissen, was mit diesen ganzen Impfungen für einen Schwindel betrieben wurde, schon seit hunderten Jahren und so weiter. Und ich weiß mittlerweile auch, dass diese ganze gleiche Nummer Massenimpfungen auch in Atlantis durchgeführt wurde. Atlantis, überleg mal, eine Impfkampagne in Atlantis. Hammer. Ja, selbst dort. Ja, so, die Menschen haben vielfach, was mir auch noch bewusst geworden ist, also was ich in Erfahrung bringen konnte, Menschen, die testen konnten, haben festgestellt, dass sich der Elektronenspin im Körper bei diesen geimpften Menschen umdreht. Das ist natürlich eine heftige Geschichte. Mhm. Ja, so, wenn also das Blut dann andersrum dreht und. Ja, wenn also, ja, und das erklärt auch, warum sich in vielen Fällen bei geimpften Menschen das Wesen verändert, was dort dahinter steckt. Ja, wenn dann noch die Genetik verändert wird und so weiter. Ja, man muss halt wissen, es gibt ja das Buch The Eyes of Darkness, die Augen der Finsternis, was in den 90er Jahren geschrieben wurde, ja, wo genau diese Dinge angekündigt wurden, dass man in Wuhan ein Biowaffenlabor hat, dass da 2020 ein Virus freigesetzt wird, der also weltweit um die Welt geht und da Massen hin dahin raffen wird und so weiter und so weiter.
Es ist alles geplant gewesen seit 30, vielleicht 40 oder mehr Jahren. Genauso wie der 11. September geplant war. Ja, denn diese Atombomben, die dort in 50 Meter Tiefe lagen, ja, die hat man ja vorgesehen, als man die World Trade Center gebaut hat. Ja, denn das waren Stahlgebäude. Stahlgebäude kann man nicht sprengen wie Steingebäude. Also hat die Abrissbehörde, also die Hafenbehörde, verlangt ein Abrisskonzept, ja, wie man also die Tower im Notfall dematerialisieren oder entfernen kann. Wie gesagt, okay, in der Zukunft wird es dann mit Atombomben möglich sein und wir werden Fähigkeiten haben, die Strahlung zu löschen. So, und das war damals in den 60er Jahren durchgezogen worden. Aber mit Sicherheit mit dem Plan, genau ein paar Jahre später, Jahrzehnte später, diese Atombomben zu nutzen für dieses Ritual, was da durchgezogen wurde. So arbeiten die langfristigen Pläne der dunklen Kräfte. Ja, solche Atombomben gibt es auch unter dem UNO-Gebäude, muss man sich mal vorstellen. Ja, wenn man also eines Tages die neue Weltordnung aufbauen will, dann lädt man alle Staatspräsidenten der Welt ein ins UNO-Gebäude. Ja, man zündet die Bombe und ist sie alle los. Und dann kann man so eine neue Weltordnung durchziehen. Praktische Maßnahme. Ja, also heftig hoch 10. Ja, und dasselbe war offensichtlich auch mit dem anderen Gebäude, wo es auch so einen großen Anschlag gab. Und. Also da sind viele, viele Dinge, wo wir halt noch viel zu wenig Informationen haben. Harald, da wir noch beim aktuellen Zeitgeschehen sind, was jetzt gerade überall durchgeht, ist Elon Musk und seine 70% Übernahme von Twitter. Hast du dazu eine Idee, einen Gedanken oder weißt du sogar was? Relativ wenig. Elon Musk ist ganz, ganz stark involviert in die ganzen Pläne der dunklen Kräfte und so weiter. Aber wie gesagt, das ist auch alles eine Frage der Zeit. Ja, aus meiner Sicht ist ganz entscheidend die UPU. United Postal Union in Bern, Vereinte Postunion. Ja, soweit ich informiert bin, ist dort einiges im Gange. Dort tut sich offensichtlich was seitens der Lichtkräfte. Und die UPU befehligt das ganze weltweite Militär. Ja, aber ich glaube, dort so die Chefs oder so, die sind schon mehr oder weniger zurückgezogen oder nicht mehr so aktiv und so weiter. Ja, deswegen wurde ja die UPU auch neutralisiert. Ja, beziehungsweise der Schlüssel wurde neutralisiert. Und wenn dort eine Veränderung eintritt, wenn die Lichtkräfte diese UPU übernehmen, dann wird weltweit sich das gesamte Rechtsgefüge auf Erden ändern. Ja, denn bisher ist ja die Welt nach wie vor im kanonischen Recht, im Handelsrecht. Ja, die UPU ist sozusagen die Eigentümerin aller Firmen der Welt. Und alle Firmen sind die, die sich heutzutage Staaten nennen. Es gibt da so eine wenige souveräne Staaten. Weißrussland ist offensichtlich noch souverän. Ich gehe davon aus, Frankreich oder auch die Schweiz und so weiter, dass die noch souverän sein dürften. Ja, und über das Firmenkonstrukt UPU, ja, wo Vatikan der Chef ist, der Papst ist der Boss, muss man sich mal überlegen, der Papst befehligt also das weltweite Militär. Ja, und dann kann man auch verstehen, dass Putin in der Vergangenheit immer wieder auch mal beim Papst antreten musste, obwohl er ja noch nicht Katholik ist. Ja, das sind also die Zusammenhänge. Dann versteht man auch, dass die Europäische Union oder die Vorgängerorganisation im Vatikan gegründet wurden. Ja, dass die, also die ganzen Hintergründe, das alles, was mit diesem kanonischen Recht, mit Kirchenrecht und so weiter zu tun. Ja, und wenn das geändert wird, dann können wir wieder souveräne Staaten auf der Welt bekommen. Dann ist der freie Wille der Menschen wieder etwas wert. Denn wenn wir halt in diesen Firmenkonstrukten eingebunden sind als Personal, dann haben wir natürlich die AGBs der Firma, die man uns als Gesetze verkauft, zu befolgen, ja, obwohl es halt nur AGBs sind. Ja, und damit ist der freie Wille der Menschen ausgehebelt, denn wir sind ja freiwillig, in Anführungszeichen, durch Täuschung in diese Firmen hineingelotst worden oder unsere Eltern wurden aufgefordert, eine Geburtsurkunde zu beantragen. Damit wurden die Eigentumsrechte an dem Kind dieser Eltern auf diese Firma BRD oder irgendeine andere Firma halt übertragen. Ja, also diese ganzen Rechtskonstrukte, die dort dahinter stecken, die sind abenteuerlich und den meisten Menschen halt überhaupt nicht bewusst. Deswegen war ja immer das Thema Lebenderklärung mit Eintrag im Buch der Lebenden so wichtig, ja, weil dort halt die echten Rechtsverhältnisse dann gelten oder du halt ein lebender Mensch bist. Ansonsten gilt es als besitzlos und man kann dir alles wegnehmen, einschließlich deines Hauses, deines gesamten Geldes, deines ganzen Eigentums und auch deiner Kinder. Ja, so hat man das ganze Rechtskonzept aufgebaut
Und das muss geändert werden. Und das wird dieses Jahr der Fall sein. Ja, und dort ist, wie gesagt, der Schlüssel die UPU. Der Papst, der ja nur Boss der UPU ist, der jetzige Papst Franziskus, hat sich geweigert, diese Position weiter auszuüben. Aber offensichtlich auch deswegen, weil er ja, soweit ich weiß, seit über 2 Jahren nicht mehr Papst ist, sondern abgelöst wurde. Ja, weil er dieses sexuelle Verhältnis dann mit Königin Beatrix von Holland hatte. Genau, was ja wohl nachgewiesen wurde. Und deswegen gibt es ja eine Dreiergruppe im Vatikan, der Außenminister, der Chef der Vatikanbank und der Chef der Bischofskonferenz, die also als Personalunion offensichtlich jetzt das Papstamt innehaben. Ja, aber auch dort im Vatikan ist halt sehr viel passiert. Wir wissen ja von dem Goldvorrat, der darunter war, unter dem Vatikan, der zum Großteil wohl in die USA geholt wurde. Oder vielleicht auch schon komplett. Ja, also da ist eine ganze Menge gelaufen. Was vielleicht noch interessant ist zum Weltgeschehen, ich hatte ja mehrfach berichtet, auch über den Manafort Holding Trust, über die Kimberly Anguguen und so weiter. Und es kristallisiert sich für mich immer mehr heraus, dass das auch alles eine Fake-Aktion der dunklen Kräfte war. Ja, denn sie wussten, es wird zu Ende gehen, es wird werden neue Verhältnisse auf der Erde etabliert. So, man braucht aber vielleicht noch 2, 3 Jahre, um dann 6G und 10G zu entwickeln, um dann die Menschheit komplett umzubringen. Ja, also was hat man gemacht? Man hat offensichtlich die Flucht nach vorne angetreten, so nach dem Motto, wir haben da die Lichtkräfte und die Kimberly Anguguen wurde da eingesetzt mit der Genetik von 99,4% der Menschen und von den Lichtkräften ausgewählt und alles schon super und alles durch und beruhigt euch und ihr braucht nichts weiter tun. Sie hat das in der Hand, sie hilft und so weiter und die ganzen nichtmenschlichen Gruppen dort sind schon ausgewechselt worden und so weiter und so weiter. Ja, aber offensichtlich hat sie für die dunklen Kräfte gearbeitet, ja, für Black Sun und so weiter. Ja, da war also offensichtlich auch eine Manipulation dabei. Wir werden also dort nicht allzu viel zu erwarten haben. Auch diese ganzen Sachen, was da mit Projekten laufen sollte, zum Wohle der Menschheit, was sie ja mit dem Tank Steffen Rowe angeschoben hatte oder auch mit ihm viele Interviews führt, ist aus meiner Sicht alles nur eine Inhaltetaktik, ja, dass die Menschen also dort nie irgendwas kriegen werden, dass das nur wieder dazu dient, die Menschheit stillzuhalten und neue Zeit zu gewinnen und so weiter. Ja, die wahre Befreiung wird übers Militär kommen, von den Lichtkräften innerhalb des Militärs. Ja, das wird den Wandel bringen und die Russen werden dort eine ganz, ganz maßgebliche Rolle spielen, auch eine ganz, ganz riesengroße Rolle für den ganzen Westen, ja, weil der ganze Westen halt komplett unterwandert ist von diesen ganzen finsteren Gesellschaften und so weiter. Und die Russen, ja, wenn man sich mal die russische Geschichte anschaut, Grande Tatari, Hyperborea und diese ganzen Dinge, ja, dort sind halt noch sehr viele lichtvolle Wesen unterwegs, die sich auch teilweise diese ganzen finsteren Machenschaften der Gegenseite gar nicht erklären können, ja, warum die einfach geschlossene Verträge ignorieren und so weiter. Ja, aber wenn man halt auf der Gegenseite viele nichtmenschliche Wesen vor sich hat, die natürlich nicht im Entferntesten daran denken, irgendwelche Verträge einzuhalten, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann das eine oder andere so läuft, wie es halt jetzt läuft. Ja, und das wird Putin offensichtlich jetzt durchsetzen. Und das wird auch viele Konsequenzen für uns haben, im positiven Sinne, weil peu à peu halt sich damit auch hier die Verhältnisse bei uns in Deutschland oder auch weltweit verändern werden. Hast du eine Idee, wie sich das für uns anspüren könnte, für uns Zivilisten, gerade hier in Deutschland, Österreich, Schweiz? Ja, was versuchen die dunklen Kräfte? Sie versuchen, die Bevölkerung schachmatt zu setzen. Und so nach dem Motto, wir werden den Russen den Hahn zudrehen oder sowas. Ja, solche Sprüche hört man ja von Politikern. Ja, die Russen, die lachen nur darüber, weil wenn schon, dann drehen die Russen den Hahn zu dem Westen. Und dann wird der Westen jämmerlich verhungern sozusagen und erfrieren. Ja, die Russen, die werden weiter ihr Öl liefern, hat ja Putin in seiner Rede erst kürzlich kundgetan. Ja, aber sie erwarten auch, dass das gezahlt wird und nicht, dass man halt die russische Wirtschaft durch Nichtzahlung dann versucht weiter zu ruinieren. Genau, ja, für uns Menschen, ja, müssen wir abwarten, je nachdem, wie die Befreiung vorangeht. Ja, soweit ich weiß, werden ja, viele, viele Menschen verhaftet, ja, auch Menschen in Schlüsselpositionen. Und irgendwo wird es aus meiner Sicht den Punkt geben, wo sich die Menschen, die noch irgendwas zu befehlen oder zu bestimmen haben, dann langsam fragen müssen, wie lange werden sie das noch tun, ja, diese Dinge im negativen Sinne aufrechterhalten, ja, weil es wird die Zeit kommen, wenn sie genauso abgeholt werden,
Ja, dann ist die Frage, ob man vielleicht noch rechtzeitig die Kurve bekommt und die Seiten wechselt oder halt nicht am Massaker von so und so vielen Millionen Deutschen sich beteiligt, indem man den Deutschen dann die Wärme oder die Energie oder irgendwas halt wegnimmt. Ja, also da denke ich, sind die Lichtkräfte aber auch sehr gut unterwegs. Und ich denke, wenn man mal zurückschaut, wie sich der Wandel bisher vollzogen hat auf der Erde, dann ist das alles sehr still und leise und harmonisch gegangen, ohne großes Trara, ohne großes Massensterben, ohne dass die 7 Millionen Flüchtlinge in Deutschland über die Deutschen hergefallen sind und da großen Massenexekutionen durchführen konnten und so weiter. Also aus meiner Sicht haben die Lichtkräfte das sehr, sehr gut im Griff, arbeiten da mit einem offensichtlich genialen Plan und mit viel Bedacht und Schritt für Schritt für Schritt, ja, langsam, aber sehr, sehr beständig und konsequent. Ja, und das ist für die meisten Menschen halt noch nicht so sichtbar, der meisten Menschen nicht bewusst, aber wenn man sich umschaut, ja, genauer hinschaut und so weiter, merkt man, was da läuft. Ja, und es wird auch die Veränderungen in der Ukraine geben und das wird sich durchziehen und so weiter. Ja, das wird Schule machen. Wie gesagt, das Militär in den meisten Ländern ist in dieser Richtung unterwegs und dieser Strom wird zunehmen. Ja, soweit ich erfahren habe, ist sogar Saudi-Arabien inzwischen auf die Seite der Russen gewechselt. Muss man sich mal überlegen. Ja, auch viele arabische Staaten noch, also Iran, Irak sind wohl auch so in dieser Richtung unterwegs. Also da ist eine ganze Menge und Saudi-Arabien. Schauen wir mal, ist einer der größten Erdöl- und Erdgasexporteure der Welt. Ja, wenn die plötzlich mit goldgedeckter Währung arbeiten, ja, dann wird der Dollar und der Euro bald nicht mehr allzu viel wert sein. Ja, darauf werden wir uns einstellen müssen. Und ich gehe davon aus, dass also wirklich wahrscheinlich im Mai, Juni vom Euro nicht mehr viel übrig sein wird oder der Wert drastisch in den Keller gegangen sein wird. Ja, also wird sich viel tun, viel verändern. Ja. Sind wirklich bewegte Zeiten, sehr, sehr spannend. Und wenn natürlich, wie du sagst, die Lichtkräfte das so intelligent machen und so einen harmonischen Plan haben, um das alles abzuarbeiten, dann ist es natürlich kein Aufweckprogramm. Was ist so die eine Seite, dass wir uns wünschen, oh, endlich soll etwas geschehen, damit die Menschen mal sehen, was hier los ist, ne? Versus, es ist wunderbar, wenn es sukzessive, langsam und stetig läuft. Aber ich denke schon, dass es einen großen Aufwachprozess geben wird, weil die Lichtkräfte werden den dunklen Kräften das Geldsystem aus der Hand nehmen. Weil über Zins und Zinseszins und diesen ganzen Schwindel wurde ja die Weltmacht immer weiter ausgebaut. Die Menschen wurden immer weiter enteignet, das ganze Vermögen der Menschheit immer mehr den Menschen entzogen. Ja, ich gehe davon aus, dass 95% dessen, was die Menschheit erarbeitet hatte, der Menschheit entzogen wurde. Durch Zins und Zinseszins, durch Abgaben, durch Steuern, durch alle möglichen Betrugsgeschichten, durch ja, also alles Mögliche. Ja, schaut euch mal an, wenn wir zurückblicken, wie viel ja, vielleicht mal vor 20 Jahren eine Bockwurst gekostet hatte, ja, oder ein Kaffee. Ja, da waren wir vielleicht mit 50 Pfennig zu bezahlen, einen Kaffee irgendwie. Ja, mittlerweile bezahlt man eine Autobahn für einen Pott Kaffee da irgendwie 5 €. Ja, unvorstellbar, ja, oder eine Suppe, oder ist heute eine Suppe, kostet halt 8 € oder sonst da was, ja, so, wenn man das mal in D-Mark umrechnet, 16 D-Mark, ja, früher haben wir vielleicht 2 D-Mark oder 3 D-Mark für eine Suppe bezahlt, ja, also es hat sich alles derartig geändert, ja, und so geht halt diese schleichende Enteignung der Menschheit voran. So, und deswegen werden die Lichtkräfte auch das ganze Geldsystem schachmatt setzen, ja, und es kann auch durchaus sein, dass das schon der Anfang ist, wie Putin diesen Weg geht mit goldgedeckter Währung. Ja, dass man also da in diese Richtung marschiert und damit sozusagen diese nicht gedeckten Währungen, dieses Fiat-Geld aushebeln und schachmatt setzen kann. Ja, das wird zu Bankenschließungen und alles Mögliche führen. Ja, ich hatte verschiedene Berichte gehört, wo also viele Banken auch nur bestimmte Beträge pro Tag dann rausgeben oder im Nahen Osten. Ja, zum Beispiel, selbst wenn man zum Beispiel in Libanon, ja, hatte ich mal erfahren, wenn man dort Millionär ist, ja, am Tag kannst du dann 100 € abheben oder 100 Dollar als Millionär. Also kannst du dich beglückwünschen, wenn du dann dort dein Konto hast. Ja, und ähnlich wird es halt anderswo sein. In der Schweiz, die Banken, ja, teilweise hatten sie halt 5 Tage die Woche offen. Plötzlich merkt man, dass da an 2 Tagen der Woche die Bank geschlossen ist, dass da nichts mehr geht. Ja klar, da können halt entsprechend weniger Leute ihr Geld holen und so weiter. Ja, wenn es zu Ende geht und die Leute das merken, dass es zu Ende geht, holen sie natürlich ihr Geld vom Konto. Ja, und man muss ja wissen,
dass von den Guthaben, die die Banken, also die die Menschen bei den Banken als Guthaben haben, nur etwa 2, vielleicht 3 oder maximal 5% gedeckt sind als Vermögen der Bank. Ja, wenn überhaupt, meist noch viel, viel weniger. Das heißt also, wenn jeder 20. sein Geld abholt, ist nichts mehr da. Ja, das ist das Thema. Ja, so. Und das wird also noch zum massiven Aufwachen kommen und das wird noch richtig was bewirken. Ja, und auch die Leute, die halt geimpft sind, wenn da weitere Millionen sterben werden, ja, das wird Folgen für die ganze Wirtschaft haben und so weiter. Und ich denke, wir werden noch ein sehr hartes Jahr vor uns haben, ja, was aber drastisch allen Menschen klar machen wird, was hier wirklich läuft, ja, und was hier halt Sache ist. Klar, Gold und Silber kann man kaufen, solche Dinge. Ja, Tommy Williams sagte mal, Gold und Silber ist aber auch überbewertet. Im neuen Zeitalter wird es viel weniger wert sein, ja, wenn man das sogar materialisieren kann, Gold, man selber herstellen kann aus Mineralien, dann was hat es da noch für einen Wert? Ja, also klar, für die jetzige Zeit sicher erst einmal eine Möglichkeit. Genau, also es wird heftig werden, dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, und viele Versorgungsketten werden abbrechen und wer weiß, was mit Öl und Gas wird, was da noch die dunklen Kräfte sich einfallen lassen. Die dunklen Kräfte wollen ja auch die Menschen schachmatt setzen, ja, dass halt nicht jede Woche zur Demo gehen und immer mehr gehen. Wenn Massensterben von den geimpften Menschen einsetzt, ja, dann werden immer mehr Leute protestieren wollen. Ja, was machen die Dunklen? Na klar, dann dreht man den Menschen halt den Öl- und Gashahn zu, dass sie halt erfrieren oder nicht mehr auf die Straße gehen oder was auch immer. Also es wird noch einiges an Überraschung geben, denke ich schon. Ja, wie gesagt, die Lichtkräfte sind auch nicht untätig und es geht richtig, richtig, richtig gut voran. Ja. Sehr schön zu hören. Genau das wollen wir alle. Ja. Darum geht's. Ja, und viel, viel Desinformation ist unterwegs auf allen Ecken und Ebenen. Ich habe vorhin mit einem Auge im Chat gesehen, dass jemand gefragt hat, hat gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass Putin ein bester Freund zu Soros wäre und so weiter. Und ich denke, es ist letztendlich weißt du es nie genau, was es wirklich war. Es geht darum, um die eigene Intelligenz wirklich anzuschalten, die Intuition wieder aufzunehmen und zu achten, welche Quellen ich lese, was ich in mich hineinlasse. Das Schöne ist, an den Taten werden wir sie erkennen. Ja, und wir sehen ja viele Bilder in den Medien über die Ukraine, ja, wo da zerbombte Häuser sind oder ausgebrannte Häuser und so weiter. 80-90% dieser Bilder stammen aus Syrien. Alte Geschichten haben mit der Realität nichts zu tun. Desinformation pur. Ja, wir müssen also schauen, wer berichtet uns was. Ja, und wir wissen, dass im Krieg die Wahrheit zuallererst auf der Strecke bleibt. Ja, und die Massenmedien sind da spitze. Ja, wir erleben es ja seit Jahrzehnten, was man uns da so vorgaukelt. 11. September, Osama Bin Laden lässt grüßen. Viele Grüße an die Massenmedien. Genau. Ja, lest mal das Buch Dimitri Kaletsov, die dritte Wahrheit. Da steht alles drin, was beim 11. September gelaufen ist. Genau, aber ich glaube, an das Buch kommt man ohne weiteres ran. Die dritte Wahrheit. Ja, der Robert Stein hat darüber auch ein Video mal gemacht, über die dritte Wahrheit, wo es um die Atomexplosion ging, wo diese Tower halt pulverisiert wurden. Ja, wo man halt sieht, auf Bildern auch wie Autos auf einer Seite völlig verglüht sind, Glas geschmolzen ist und einen halben Meter daneben auf der anderen Seite des Autos völlig unversehrt war. Wie geht denn das? Indem dort irgendein Gebäudezusammenschluss da verglüht, auf der einen Seite das Auto restlos und die Scheiben schmelzen weg. Ja, das passiert bei Temperaturen von ein paar tausend Grad, was unteren bei Atomexplosionen der Fall ist. Ja, also die Fakten liegen alle so glasklar auf der Hand. Ja, und bis heute werden wir nach wie vor belogen, im größten Ausmaß. Ja.